select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir kommen zur Pressekonferenz. 30. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit der Partie 1. CFR Pforzheim gegen den FC Astoria Waldorf 2. Ich begrüße beide Trainer hier bei mir, Andreas Kocher, unserer Gäste, und auch unseren Trainer Gökhan Gökçe, und möchte auch gleich das Wort an die beiden Trainer weitergeben. Vorher sage ich noch kurz den Torschützen des einzigen Tores, Julian Grupp, in der 20. Spielminute zum 1:0. Andreas Kocher, ich denke mal, heute war, ja, von, wenn man das Spiel anschaut, aus meiner Sicht war der erste CFR schon die bessere Mannschaft, aber gerade zum Schluss haben sie sich vielleicht doch noch ausgerechnet, über den Lucky Punch vielleicht sogar noch den Ausgleich zu machen, oder wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Ja, ich denke, wie gesagt, dass wir denkbar schlecht ins Spiel gekommen sind. Der CFR war von Beginn an griffiger, aggressiver, hat die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen, ging dann auch verdient 1:0 in Führung, hatten dann so die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit ein, zwei Situationen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommen wir besser ins Spiel. Zweite Halbzeit haben wir es probiert, haben auch einen riesen Aufwand betrieben, aber der CFR hat es defensiv sehr, sehr gut gemacht, hat im Endeffekt keine klare Torschuss von uns zugelassen. Wie Sie sagen, hat es dann eigentlich versäumt, bei den 3-4 Konterchancen das entscheidende 2:0 zu machen. Und so hoffst du natürlich immer, solange das Spiel 1:0 steht, hoffst du natürlich immer, dass du vielleicht noch, wie gesagt, mit dem Lucky Punch den Ausgleich machst. Das ist uns nicht gelungen. Vom Aufwand, vom Einsatz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, haben alles probiert. Aber unterm Strich war es ein verdienter Sieg um CFR. Dankeschön. Vielen Dank, Andreas Kocher. Gökhan, Glückwunsch erstmal zum Sieg, zu einem sehr wichtigen Sieg, denke ich mal, für unser Team. 1:0, wir hätten sicherlich das eine oder andere Tor nachlegen können. Trotz allem muss ich sagen, fand ich heute bemerkenswert auch die kämpferische Einstellung der Mannschaft. Kein Ball wurde verloren gegeben. Insofern eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung, wenn man davon absieht, dass vielleicht das eine oder andere Tor mehr hätte fallen müssen. Wie hast du das Ganze gesehen heute? Ich habe es genauso gesehen. Es war auch das Ziel, dass wir gut in den Zweikämpfen reingehen, dass wir unser Tor gut verteidigen. Ab Mittelfeld haben wir wirklich die Räume super eng gemacht, haben keine Torschancen zugelassen. Das war Prio Nummer 1. Und dass wir Torschancen bekommen, sehen wir eigentlich Spiel zu Spiel. Und das haben wir heute auch gehabt. Wir hätten schon früh in Führung gehen können mit Julian. Und ja, später, dann sind wir in der 20. Minute sind wir 1:0 in Führung gegangen, hätten dann nochmal vor der Halbzeitpause auf 2:0 erhöhen können und vielleicht gemütlicher in die Kabine gehen können. Die Anspannung in der Kabine war groß, hoch, und kommst in die zweite Halbzeit raus. Natürlich bangt man, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, dass man immer wieder ein Tor kassieren vielleicht. Und wir sind wirklich heute voll konzentriert, jeder Spieler richtig konzentriert in die Zweikämpfe rein und gut verteidigt. Jeder hat jedem geholfen. Wir waren uns keinen Meter zu schade. Und schade, dass wir uns nicht belohnen, dass wir das zweite, dritte Tor machen und einfach mal einen gemütlichen Sieg einfahren oder die letzten Spiele einfach nicht punkten. Es hapert einfach vorne, dass wir unsere Chancen unglücklich vergeben, ob es Platzfehler ist oder warum auch immer, ist auch egal. Aber das Wichtigste ist, dass wir einfach zeigen, dass wir kämpfen, dass wir dabei sind und dass wir uns nicht hängen lassen. Das hat die Mannschaft heute gemacht. Und wenn wir auch jetzt heute verloren hätten, das wäre natürlich ein Genickbruch. Aber das Wichtigste ist, dass die Jungs leidenschaftlich auf dem Platz Gas geben. Mehr kann man von denen nicht erwarten. Und, ja, Tore wollen wir alle sehen. Ja, ich bin nur froh, dass wir heute gewonnen haben und einen Riesenschritt gemacht haben heute. Vielen Dank, Gökhan. Okay. Eine Frage noch. Toni Sudert wurde ausgewechselt, sah nach einer Muskelverletzung aus. Weißt du schon irgendwas Näheres? Vermutlich Muskelfaserriss, und der Tim ist ja jetzt im Krankenhaus. Wissen wir nicht, was ist. Also an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal gute Besserung an beide Spieler.
Dann darf ich das Wort an die Pressevertreter übergeben. Ja, Herr Gökçe, Glückwunsch. Die letzten Spiele oder über die letzten Spiele musste ich schreiben, anerkennend, dass da gute Leistung gezeigt wurde, aber die Ergebnisse nicht stimmen. Heute stimmt das Ergebnis, auch die Leistung in allen Belangen. Ja, auf jeden Fall. Also keine Kritik außer der Chancenverwertung? Nee, keine Kritik. Vom Gefühl her, habt ihr das jetzt? Den Abstieg vermieden, habt ihr das geschafft? Rechne ich noch nicht. Okay, also noch nichts Offizielles. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Wünsche uns noch einen schönen Feiertag und wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.